Haferflocken Zucchini Pflanzerl mit Mandeln und Käsesoße Rote Beete Schnitzel. Paniert mit Meerrettichsaug. Sehr preiswert, gelingt immer, braucht etwas Zeit. Pflanzer, 250 Gramm Zucchini, 1 EL gehackte Mandeln. 100 Gramm kernige Haferflocken. 2 EL Weizenvollkornmehl, 2 Eier. 2 Eiweiß, Keimöl. Käsesoße 120 Gramm milder Rotschimmelkäse. 80 ml Vollmilch, 50 ml Geflügelbrühe. Eine kleine Zwiebel, eine Knoblauchzehe. 10 Gramm Butter. Gewürze Salz, Piment, Cayennepfeffer. Und Kräuter schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Eine Prise gemahlener Kreuzkümmel. Frisch gemahlener Koriander. 1 EL Schnittlauchröllchen. Erstens die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Zweitens Zucchini waschen und in dünne Scheiben schneiden, unbekanntes Zeichen dehnen oder hobeln. Drittens das Eiweiß mit einer Prise Salz schaumig, aber nicht zu steif schlagen. Viertens Zucchini, Mandeln und die beiden Eier, Haferflocken und Vollkornmehl gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Piment abschmecken. Das geschlagene Eiweiß unterziehen. Fünftens etwas Keimöl in einer Pfanne erhitzen. Mit einem Esslöffel kleine Häufchen von der Masse in die Pfanne geben, etwas flach drücken und beiden Seiten goldunbekanntes Zeichen braun braten. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und warm stellen. Sechster Zwiebel und Knoblauch schälen und in kleine würunbekanntes Zeichen fehlschneiden. In Butter glasig dünsten, mit Milch und Brühe aufgießen, eine Minute kochen lassen, den Käse entrinden, zerkleinern und in den Zwiebelsud geben, kräftig durchmischen und mit Kreuzkümmel, Koriander, Cayennepfeffer und Salz abschmecken. Siebte Soße auf vorgewärmte Teller geben und die Zucchini-Pflanzerl darauf anrichten. Mit Schnittlauch bestreuen. Gebratene Kartoffeln. Mit Spinat und Ricotta gefüllt. Preiswert gelingt leicht, braucht etwas Zeit. Kartoffeln 2 bis 3 mittelgroße, festkochende Kartoffeln. 2 EL Keimöl. Fülle 750 Gramm frische Spinatblätter. Oder 250 Gramm gefrorener Blattspinat. E-Zwiebel, eine kleine Knoblauchzehe. Eine getrocknete eingelegte Tomatenscheibe. 80 Gramm Ricotta, italienischer Weichkäse. 1 TL Walnussöl, 10 Gramm Butter. Gewürze Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Etwas frisch geriebene Muskatnuss, Zucker. Erstens frische Spinatblätter verlesen, die harten Stiele entfernen, waschen und klein schneiden. Zweiter Zwiebel und Knoblauchzehe in kleine Würfel schneiden. Zucker in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel darin andünsten. Walnussöl und Butter dazugeben. Den Spinat hinzufügen und zusammenfallen lassen. Die Tomate klein schneiden und mit der Knoblauch unbekanntes Zeichen Zehe zum Spinat geben und kurz durchschwenken. Mit Salz, Muskat und Pfeffer würzen. Dritte Kartoffeln schälen und in möglichst dünne Scheiben schneiden. Viertes Keimöl in einer Pfanne nicht zu stark erhitzen. Die Pfanne vom Herd ziehen. Etwa ein Viertel der Kartoffel unbekanntes Zeichen Felskeiben schuppenartig in die Pfanne legen und die Hälfte des Spinats so darauf verteilen, dass ein Kartoffelrand von 1 bis 2 cm Breite bleibt. Die Hälfte des Ricotta-Käses darüber streuen, mit Kartoffelschei unbekanntes Zeichen Ben gut bedecken und die Pfanne auf den Herd zurückstellen. Bei mittlerer Hitze langsam braten. Fünftens vorsichtig wenden und auch die zweite Seite goldbraun braten. Mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. Im Backofen warm halten und die zweite Portion auf die gleiche Weise zubereiten. Kartoffelnockerlin. Mohnbutter auf Rucola-Soße. Sehr preiswert, gelingt leicht, braucht etwas Zeit. Nockerl 200 Gramm gekochte, geschälte heiße Kartoffeln, 50 Gramm doppelgriffiges Mehl. Wiener Griesler, 1 Eigelb. Mohnbutter 1 EL zerstoßener Mohn, 20 Gramm Butter. Pilze 120 Gramm Austernpilze ohne Stiele. 1 TL Keimöl,
Soße 100 ml Sauerrahm. 1 bis 2 EL Schlagsahne. Ein kleiner Bund Rucola. Etwas Zitronensaft. Gewürze Salz, etwas frisch geriebene Muskatnuss 3. Ein Prise Zucker. Schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Erstens die heißen Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken. Mit 40 Gramm Mehl, Eigelb, etwas Salz und Mus unbekanntes Zeichen Kat rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. Dabei den Rest des Mehls bestäuben. Zweitens den Teig zu Rollen formen und mit einem Messer in 2 bis 3 cm lange Stücke schneiden. In leicht gäserzähem Wasser 4 bis 5 Minuten ziehen lassen. Drittens in der Zwischenzeit die Austernpilze putzen und vierteln. In Keimöl anbraten, salzen und pfeffern. Viertens die Nockerl in ein Sieb gießen und abtropfen lassen unbekanntes Zeichen Senior. Butter in einem Pfännchen aufschäumen, den Mohn einstreuen und mit Salz und Pfeffer würzen. Fünfter Rucola verlesen, waschen und gut abgetropft mit dem Sauerrahm und der Sahne in einem Mixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken. In einem Topf leicht erwärmen. Sechstens die Soße auf 2 vorgewärmte tiefe Teller geben. Die Kartoffelnockerl und die Austernpilze darauf anrichten. Gebackene Käsebuchteln mit grünem Salat. Preiswert gelingt leicht, braucht etwas Zeit. Buchteln 250 Gramm Quark, 120 Gramm geriebene Berg. Käse, 3 Eigelb, 3 Eiweiß, 70 Gramm Sauer. Rahm, 80 ml Milch, 3 EL Mehl, Wiener Kräsler, Butter, 3 EL Speisestärke. Ein kleiner Kopf Salat, etwas Zitronensaft. 2 EL Balsamico Essig, 2 EL Olivenöl. Extra Firgen, 1/2 TL Senf. 2 EL Wasser. Gewürze Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Und Kräuter etwas frisch geriebene Muskatnuss. Eine Prise gemahlener Kreuzkümmel. Ein Prise Zucker, 2 Thymianzweige. 2 EL Schnittlauchröllchen. Erster Quark mit Sauerrahm, Eigelb, Bergkäse, 1 EL Schnittlauchröllchen und den abgezupften, klein geschnittenen Thymianblättchen vermischen. Zweitens Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Drittes Mehl mit Speisestärke mischen und abwechselnd mit dem Eiweiß unter die Quark-Käsemaße ziehen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Kreuzkümmel würzen. Viertens in einer Auflaufform Milch mit einem kleinen Bad unbekanntes Zeichen Tastückchen erwärmen. Fünftens einen Esslöffel in heißes Wasser tauchen. Vom Teig kleine Buchteln oder Nocken abstechen und neben unbekanntes Zeichen einander in die Form setzen. Sechstens im Backofen 30 bis 35 Minuten bei 180 Grad Zeichen C backen. Siebtens für die Salatsoße Wasser, Zucker und Salz fair unbekanntes Zeichen rühren. Zitronensaft, Balsamico, Senf und Olivenöl kräftig unterrühren. Mit schwarzem Pfeffer würzen und die restlichen Schnittlauchröllchen darüber streuen. Achtens die Käsebuchteln heiß mit dem grünen Salat servieren. Feines Rhabarber-Ingwer-Kompott mit Erdbeeren. Preiswert. Gelingt sehr leicht, braucht etwas Zeit. Kompott 250 Gramm Rhabarber, 1/1 I Weißwein. 1/8 I Wasser. 70 Gramm Zucker. Mark von I/2 Vanilleschote. Ein Stückchen Zimtstange. Etwas Puderzucker. 2 Scheiben frischer Ingwer. 10 Gramm kalte Butter. Außerdem 250 Gramm Erdbeeren. 1 Zentiliter Grand Marnier, Orangenlikör. Bunte Früchte im Gewürzsirup. Foto rechts. Etwas teurer, gelingt leicht, braucht etwas Zeit. Früchte eines Kiwi, einer Orange, 2 Scheiben Ananas. 1/2 kleine Mango, 1/2 kleine Honigmelone. Sirup 200 ml Wasser, 20 Gramm Zucker. 3 dünne Scheiben Ingwer. Je ein Streifen Zitronen- und Orangenski. 50 Gramm Honig. Gewürze 1/2 TL Anissamen.
ein Stückchen Zimtstange, ein Prise Kardamom, eine Gewürznelke, Mark von 1/4 Vanilleschote. Erstens den Rhabarber waschen, schälen, der Länge nach halbieren und schräg in ca. 2 cm lange Stücke schneiden. Zweite Rhabarberschalen und Putzabschnitte in Wasser und Weißwein zusammen mit Zucker, Vanillemark und Zimtstange einmal aufkochen lassen. Vom Herd nie unbekanntes Zeichen nehmen und 10 Minuten ziehen lassen. Fond durch ein Sieb gießen und beiseite stellen. Drittens etwas Puderzucker in einen Kochtopf sieben und bei kleiner Hitze Bernsteinfarben karamellisieren. Rhabarberstücke und Ingwerscheiben dazugeben, kurz durchschwenken. Die kalte Butter in Flöckchen hinzufügen und mit dem Rhabarberfond ablöschen. Kompott zugedeckt auf kleiner Flamme vorsichtig bis fest dünsten. Viertens in der Zwischenzeit die Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Mit etwas Puderzucker bestäuben. Fünfte Rhabarberkompott in eine Schüssel geben, erdunbekanntes Zeichen Beeren untermischen und mit erfrischendes Zitronenmus mit Himbeeren. Preiswert gelingt leicht geht schnell Zitronenschaum 100 ml Schlagsahne. 60 Gramm Zucker. Ein Blatt gelatine. 100 ml Sekt. 40 ml Zitronensaft. Außerdem einige Himbeeren. Erste Sahne mit der Hälfte des Zuckers steif Schlaggelatine in kaltem Wasser einweichen. Zweitens Sekt mit Zitronensaft und dem restlichen Zucker erwärmen und die ausgedrückte Gelatine darin lösen. In einem Eiswasserbad mit einem Schrei, schaumig schlagen. Dritte Sahne unterrühren und die Maße in Gläser viel mit Himbeeren und gehackten Pistazien garnier und den Zitronenschaum sofort servieren. Erdbeereisknödel. Eisknödel 4 große Kugeln Erdbeereis, 1 bis 2 EL Mehl. Ein Ei, 3 bis 4 EL Kokosflocken. Frittierfett oder Pflanzenöl zum Ausbacken. Soße 150 Gramm Sahnejoghurt. 1 EL geschlagene Sahne. Etwas Zitronensaft. 1 TL Puderzucker. 1 EL eingelegter grüner Pfeffer. Erstens einen tiefen Teller mit Frischhaltefolie straff bespannen und für 2 Minuten in das Tiefkühlfach stellen. Zweitens 4 Kugeln Erdbeereis ausstechen, vorsichtig auf die Folie legen und nochmals mindestens 10 Minuten zurück in das Tiefkühlfach geben. Das Eis soll z-schönen, festen Bällen gefrieren. Anschließend FST es sich problemlos von der Frischhaltefolie und hält seine Form. Drittens in der Zwischenzeit Joghurt mit Zitrone, Puderzucker und den abgetropften grünen Pfefferkörner, mischen. Die geschlagene Sahne unterziehen UD-Soße auf 2 Teller verteilen. Viertens das Frittierfett auf 180 Grad Zeichen C erhitzen. Fünftes Mehl und Ei miteinander verquirlen. Eiskugeln zweimal nacheinander in der Mehleinmischung U, den Kokosflocken wälzen. In heißem Fett Goldbrat. Ausbacken, auf Küchenpapier ein wenig abfetten, 2 Sekunden sehen und sofort auf der Joghurtsoße servieren. Überkrustetes Bratapfelmel. Sehr preiswert gelingt leicht braucht etwas C. Bratäpfel 4 aromatische, säuerliche Äpfel. 1 EL flüssige Butter, 1/8 Weißwein. Ein Stückchen Zimtstange. Je ein Streifen Orangen- und Zitronenschale, unbehandelt, eine Gewürznelke. 1 bis 2 TL Zucker, je nach Apfelsorte. Kruste 1 Eigelb, 1 Eiweiß, 30 Gramm Zucker. 10 Gramm Mandelblättchen, etwas Puderzucker. Ersten Äpfel waschen, von den Kerngehäusen befreien. In eine feuerfeste Form stellen und mit zerlassener Teebest reichen. Weißwein angießen, Gewürze und Orangen- und Zitronenschalen dazugeben. Zweitens bei 200 Grad Zeichen C ca. 30 Minuten im Backofen braten. Drittens die Äpfel durch ein Haarsieb streichen und mit Zucker und etwas Weißweinfond abschmecken. Viertes Mandelblättchen auf einem trockenen Backblech bei 180 Grad Zeichen C im Backrohr bräunen. Fünftens das Eigelb.